Die Welt von Isir. Auf riesigen, saftigen Grünflächen können sich Tiere austoben und in Harmonie miteinander leben. Doch ist das wirklich überall so? Schockierende Nachrichten aus Ruhm. Offenbar werden Hühnchen hier dazu gezwungen, wie so eine Art Presslufthammer, Löcher in den Boden zu hauen. Kleine, niedliche Hunde werden gedemütigt, indem ihnen Blumen auf den Kopf geklebt werden. Ältere Männer übrigens auch. Die komplette Müllentsorgung von Ruhm wird von Katzen übernommen. Könnt ihr jetzt noch guten Gewissens etwas wegwerfen? Und warum Geld ausgeben für Flaggen, wenn man sich stattdessen auch einen Hai hinhängen kann? Ich denke, diese Bilder hier sprechen für sich. Verliebte Pferde werden absichtlich weit auseinandergestellt. Oh Maria, werde ich dich jemals wieder an meinen Armen halten können? Oh Joachim, du bist so nah und doch so fern. Doch das alles ist wirklich nichts im Vergleich zu folgendem Schicksal. Ich und meine Ingame-Freundin waren einst in Eldrin unterwegs und auf einmal hörten wir ein leises, trauriges Quaken. Natürlich haben wir uns gefragt, woher das kommt. Und das, was wir gefunden haben, war erschreckend. Versteckt hinter diesen zwei Sperrwachen, oh glaubst du, ich weiß nicht, dass dein Lächeln nur gespielt ist, befindet sich eine Hecke, die auf den ersten Blick ja nicht wirklich besonders aussieht. Doch habt ihr euch einmal die Zeit genommen, hinter die Fassade zu blicken? Denn dann stellt ihr fest, dass sich umringt von unüberwindbaren Hecken eine kleine Ente verlaufen hat. Hungrig, einsam, verzweifelt wartet sie auf ihre Rettung. Sie versucht zu schreien, auf sich aufmerksam zu machen, doch wer hört ihre Schreie? Vermutlich ernährt sie sich hauptsächlich von diesen Blättern, doch keiner weiß, wie lange sie es noch durchhalten wird. Wie ihr hier seht, gibt es für die Ente alleine keine Möglichkeit, dort rauszukommen. Ich nenne diese Mauern Mauern der Ignoranz. Denn die meisten Leute sind in den Städten immer nur unterwegs, auf der Suche nach neuen Quests, auf der Suche nach neuen Waffen, neuen Rüstungen, und bemerken dann deswegen nicht einmal mehr das Quaken einer kleinen, hilflosen Ente.